Hier ist neben der Küche nochmal so ein abgetrennter Raum. Die Wand könnte man wieder rausmachen. Ich denke aber im Moment, ich lasse das so. Und hier hatte ich eigentlich vor, meine Bibliothek reinzubauen. Diese Glasvitrinen können dann woanders hin und die beiden schwarzen Vitrinen von draußen im Flur, die würde ich dann hier reinstellen. Unten eventuell noch ein paar mehr. Mal sehen, das weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache. Hier könnte man ein paar Bilder aufhängen. Die sind im Moment, da sieht man so ein kleines Stück von einem Rahmen. Ich kann es ja mal zeigen. Moment. Ist halt alles abgedeckt, damit es nicht so sehr schmutzig wird. Mal sehen, da habe ich Isildur. Ein Isildur von Jack Johnstone. Sieht man das? Jetzt habe ich natürlich meinen Schatten davor. So. Der könnte hier zum Beispiel hängen. Zu Hause habe ich ja noch das Ölgemälde von Bilbos und Sm Gespräch mit Smaug im Erebor. Ja, sind jetzt noch viele leere Vitrinen. Wo ich die genau letzten Endes aufstelle, weiß ich noch nicht. Alles kreuz und quer. Da habe ich einen großen Gandalf. Den komme ich unten noch mal zu sprechen. Da sieht man so ein bisschen so ein 3D-Poster mit Sméagol und Gollum. Hier noch ein altes Filmplakat von dem Zeichentrickfilm. Und auch wieder Kisten mit Figuren, jede Menge. Noch unausgepackte Figuren. Ich hoffe, die dürfen auch bald mal wieder raus. So, dann gehen wir noch mal nach unten. Das waren die beiden oberen Räume. Hier die Treppe runter. Werde ich wahrscheinlich Schwerter aufhängen oder Schilde. Da habe ich ja auch einige von.